Ich habe hier eine Genossin. Sie behauptet, der General hatte sie geschickt. Wegen der Wohnungsfrage. Wir sind schon immer Europäer gewesen. Seit der Zeit des verdammten Osmanischen Reichs. Wir haben in unserem eigenen Leben nichts zu sagen gehabt. Aber jetzt haben wir etwas zu sagen. Da schämt man sich ein halbes Jahrhundert lang für seine Herkunft und plötzlich soll man sie wieder hinausposaunen. Das ist mein Haus. Jetzt nicht mehr. Als Volksfeind wurden alle Besitztümer ihres Vaters konfisziert. Wer sind wir? Die Kroaten und die Serben und die Slowenen. Was scheren sich die Partisanen darum? Wenn du nicht für sie bist, bist du gegen sie. Ich kann es kaum erwarten, dass du zurückkehrst und unser Hinterwäldlerland mit deiner Weisheit beglückst. Meine Mutter ist gerade gestorben, du Idiot. Das Land zerfällt in Stücke. Lass mich in Ruhe. Ich hab das satt, ein Niemand zu sein. Da drüben werden wir immer Dreck bleiben. Balkan-Jugos. Während ich da rumgehockt und mir überlegt habe, wie man nach einem solchen riesigen Blutbad überhaupt weiterleben kann. Was in euren Augen für die Ewigkeit war, das wird auseinanderfliegen. Ich muss nicht so tun, als hätte es jene Zeiten nicht gegeben. Zwei Menschen, die ich nicht verstehe, in einer Welt, die ich nicht mehr verstehe.